Damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Grisha und heute gucken wir uns Aska an. Ein Early Access Survival Spiel, welches am 20. Juni 2024 rausgekommen ist, also jetzt knapp einen Monat im Early Access ist. Und dann starten wir mal direkt rein. Ich habe den Key mal wieder vom Entwickler bekommen. Machen wir ein neues Spiel. Genau. Wie gesagt, den Key habe ich wieder gratis vom Entwickler bekommen, deswegen gucke ich mir das Spiel heute mal an und wir machen mal heute wie so einen Ersteindruck, wie ich das eigentlich immer in den ersten Videos mache. In the days before, the gods gave us the spark of ambition, which lit the fires of creation. They gave us a world of our own, a home. They made us builders. Warriors, legends. They gave us everything. But our hubris overcame us. We thought ourselves to be gods instead. We tore apart their memory. And so we were punished. Everyone, everything cast into the fire. Yet some of us were spared. To start again. Ja, ein ganz kleines Intro. Also wir sind letztendlich ein Wikingervolk, was die Heimat verlassen musste. Ja, wie ihr halt schon seht, ich muss hier leider komplett auf Low spielen, denn mein Rechner zieht das Spiel absolut nicht. Leider, leider. Wie gesagt, ich spiele hier komplett auf Low. Sonst wäre, ich kann euch ja mal zeigen, wie das Spiel normalerweise aussehen würde. Oh, das ist jetzt falsch gemacht. So. Uff. Na, warum dauert denn das so lange? Okay. Normalerweise würde das Spiel so aussehen. Nur, ach so, ich habe bloß noch, ich glaube, Render, genau, Auflösungsskalierung habe ich noch nicht auf 100 gehabt. Deswegen sah das alles so ein bisschen verpixelt aus. Also das Spiel würde normalerweise so aussehen. Da ist auch dieses Vieh, was aus dem Intro ist. Immer noch im Hintergrund, aber das verschwindet anscheinend im Meer. Und wie gesagt, das Spiel sieht normalerweise so aus auf höchsten Einstellungen, aber da kriege ich gerade mal 20 FPS raus, deswegen ja, das ist absolut nicht spielbar für mich. So, deswegen müssen wir das jetzt leider auf Low spielen. So, okay. Dann haben wir wenigstens meine 50 FPS. So, okay, oder ne, wohl 60 kriege ich sogar. Was haben wir hier tun, Blut? Haben wir denn irgendwelche Missionen? Tutorial mit A. Okay, hier können wir alles durchlesen, wie alles funktioniert. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir haben auf jeden Fall ein Inventar. Wir haben einen Wasserschlauch. Da können wir Wasser reinfüllen. Beschwörung von Dorfbewohnern. Aha. Na gut, dann sammeln wir alles ein, was wir hier sehen. Feuer. Ah, ein Wisp. Hinweis anzeigen. So, GZ, um Ressourcen in eurer Nähe zu finden. Die Götter haben euch mit Fähigkeiten gesegnet, wichtige Ressourcen in eurer Nähe zu finden. Nutzt diese Fähigkeiten ausgiebig. Sie offenbart außerdem friedliche und feindliche Kreaturen in der Nähe und kann aber helfen, euch in Dunkelheit zu euch zu finden. Okay. Ach so. So, Pet. Gleich Y? Ah, okay. Y. So. Neue Tat abgeschlossen. Geh zum Ansehen. Aha. Okay, jetzt haben wir hier wie Erfolge oder sowas. Nee, das sind Aufgaben. Mit G. Okay. Baut ein einfaches Feuer. Baut ein verbessertes Feuer und so weiter. Können wir später noch angeln. Habe ich irgendwas vergessen oder was ist das für ein Icon, was mir angezeigt wird? Nee, anscheinend nicht. Okay, rennen können wir auch anscheinend. Mist.
hier irgendwas abbauen können? Ah ja. Schilf. Okay. Hier nochmal Y drücken. Mhm. Ach so. Ja gut, ist schon klar, dass ich eine Axt brauche. Hier brauche ich natürlich eine Spitzhacke, wie das halt in jedem Survival-Spiel ist, ne? So, wir können hier Werkdichte können wir hier einsammeln, da kriegen wir bestimmt irgendwelche Stöcke. Dann können wir bestimmt auch bald ein Feuer machen. Ich weiß zwar noch nicht wie. Ah, hier haben wir so ein Wisp. Gucken wir mal, was das für eine Anzeige ist. Aha, genau. Okay. Genau, hier muss man halt wieder Brennstoff sozusagen haben fürs Feuer. Das heißt, wir drücken B, gehen zu Wildnisfertigkeit. Dann haben wir hier einfaches Feuer. Und dann können wir gucken, was wir dafür brauchen. Wir haben mal 6 Stöcke und 4 Fasern. Was stand hier noch? Kann durch Regen ausgelöscht werden. Kann zu einem Lagerfeuer aufgewertet werden, das wiederum mit einem Grill und einem Feuerschutz aufgewertet werden kann. Aha, okay, cool. Gut, das können wir jetzt eh nicht bauen. Das heißt, wir brauchen Fasern. Aber ich dachte, dieser Hilf, das sind diese Fasern in diesem Spiel anscheinend nicht. Ich merke auch gerade, das, was man mit hat, sieht man direkt auf der Tasche. Das heißt, ich habe hier meine Stöcke und mein Schilf ist hinten auf meinem Rücken drauf. Das ist eigentlich auch ganz cool, dass man so eine visuelle Anzeige hat letztendlich, was man mitschleppt. Anstatt in die Tasche zu gucken. Na gut, Fasern. Normalerweise müsste ja das hier als Faser zählen. Und wenn man nochmal die Fichte ab. Das sind die Stöcke, die wir gleich brauchen noch. Ja, Beeren werden wir später bestimmt eh brauchen. Weiß auch nicht, was das für eine komische... Also warum, wenn ich jetzt hier so gucke... Wie habe ich das gemacht? Ah, hier. Ich habe keine Ahnung, was das für ein komischer Effekt ist. Also entweder ist das ein Bug, dass das hier so übelst viele schwarze Punkte sind. Oder das hat was mit meiner Grafikeinstellung zu tun. Ich fühle mich nicht mehr gut hydriert. Na, dann trink mal was. Stimmt, man muss... Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, was die gesagt hat. Links unten sieht man doch Hydration, Essen und ob im Charakter kalt ist. Aber bevor ich getrunken habe, war das doch auch voll, oder? Oh, was ist das? Achso, wir haben hier wieder ein Wisp. Was sagt er uns hier Schönes? So, ist der gleiche? Okay. Habe ich nicht drauf geachtet. Aber wo kriege ich denn jetzt Fasern her? Normalerweise sind manchmal ja auch Fasern irgendwie am See oder so. Was ist das für ein Ding? Achso, okay. J und Blut müssen wir natürlich wieder eine Spitzhacke haben. Hm. Ich hab... Kann für Fasern geändert... Aha, okay, also muss ich wirklich das, was ich am Anfang gesammelt habe, muss dieses Schilf oder wie auch immer sammeln, was ich am Strand gefunden hatte. Und aus diesem Schilf kann ich dann die Fasern machen. Das kannte ich so jetzt auch noch nicht. Also zumindest bei den meisten Survival-Spielen ist es nicht so. Und sammelt halt direkt Fasern. Aber ja, macht ja natürlich auch Sinn. So, dann gehen wir wieder zu dem Strand zurück. Weil hier war ja... Nee, wie sah denn da nochmal aus? Ah, das hier, ne? Nee, das ist diese Zwergfichte. Ich meine, werde ich auch brauchen, ja. Ich denke mal, ich werde noch genug Stöcke brauchen. Was denn? Das... Oh. Greift mich das an? Okay. Oh, Faser. Ja, perfekt.
Okay, das heißt, Viecher haben hier wie so eine Staggerbar. Also wie in Sekiro und Co. Das heißt, sobald man sie genug gestaggert hat, sind die dann gestunt. Und dann können wir... Und dann ist das Vieh gestunt, ja. So, haben wir das hier noch. So, noch mehr. Komm her. Oh scheiße, jetzt sind das zwei. Nicht gut. Ja, ich glaube, ich genug Leben. Problem ist, ich habe jetzt gerade keine Ausdauer. Egal, machen wir so. Bam. Geh weg mit dir. So, jetzt müssten wir... Oh, was ist das? Oh, Muscheln. Okay. Okay. Ja gut, jetzt können wir theoretisch auch das Feuer schon mal machen, ne? Sagen wir, machen das mal direkt an dem Strand hier, oder? So. Baumenü, bam, bam, bauen. Kann man das hier auswählen, wohin? Bauen das einfach hier hin. So, müssen wir noch R drücken, um das bereitzustellen. So. Feuermenü öffnen. Hier kann man das direkt verändern. Okay. Das heißt, um es zu einer Feuerstelle zu machen, brauchen wir kleinen Stein und mehr Stöcke. Oder wir können es hier auch abreißen. So. Okay, und mit E können wir es entzünden. Achso, ja, wir müssen es gedrückt halten. Achso, man wärmt sich natürlich daran auch. Kann man noch Brennstoff hinzufügen. Aber theoretisch. Obwohl, stimmt, es wird ja jetzt dunkel, ne? Haben wir noch genug Stöcke? Ne, wir haben nur Reed. Muscheln, aber kleine Steine habe ich bisher nicht gefunden, ne? Ne, nicht, dass ich wüsste. Also Beeren können wir, denke ich mal, auch so essen, ne? Ich mal davon aus. So stellen die nicht so viele Leben her. Also beziehungsweise die stellen nicht so viel Hunger her. Aber die stellen auch ein bisschen. Die zählen auch ein bisschen wie Wasser. Ja, das ist gut. Ich würde sagen, wir löschen das jetzt erstmal, oder? Weil wir brauchen es jetzt nicht unbedingt. Wir können jetzt bei G gucken, was der jetzt noch von uns wollte. Ne, warte mal. War das nicht G? Na doch, eigentlich schon. So, das sind allgemein halt drückt Left Shift, um Gefahrengeschütz aufzuweichen. Okay. Also das sind keine wirklichen Aufgaben, sondern das sind halt Tutorials, die dir zeigen sollen, was du halt alles machen kannst. Aber wir können ja trotzdem hier mal weiter gucken. So. Verbessertes Feuer, Wasserspeicher, Sammler. Ja gut, aber wie können wir denn zum Beispiel jetzt eine Axt herstellen? Würde mich jetzt mal interessieren. Seil, Steinklinge. Hier haben wir zum Beispiel Terrain. Hier Holzhacke. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine Steinklinge und Stöcke. So, und um die Steinklinge herzustellen, müssen wir halt kleine Steine irgendwo finden. Gut, an der Küste steht ja angeblich da. Und den hatte ich noch nicht gelesen, ne? Hm. Achso, gut, das war das mit dem Tee. Ja gut, dann probieren wir jetzt mal. Nein, ah ja, hier. Hä? Natürlicher Wasserspeicher, echt? Ja. Aha. Ja, das ist wie eine Quelle. Das ist ja auch ganz cool. Dass man nicht immer Wasser suchen muss.
Dann würde ich sagen, wir gucken jetzt nach kleinen Steinen. Das ist doch eins, oder? Ja. Ja, die Muscheln sammeln wir auch einfach mal ein. Werden wir bestimmt eh später für irgendwas brauchen. So. Ist ja auch rechts oben an der Minimap, sieht man auch die Temperatur. Bin nicht sicher, bin, ob das stimmt. Da steht einfach 2,4 oder 2,5 Grad. Würde mein Charakter ja übelst erfrieren. In so einem leichten Gewand. Vielleicht sind das auch nicht Grad, sondern irgendeine andere Einheit, aber eigentlich sieht es ja wie Grad aus, ne? Komisch. Steht auch die Jahreszeit da, Frühling. Na, mal gucken, ob man damit später irgendwas anfangen kann. So, haben wir hier noch Steine? Ja, hier haben wir schon noch einen Stein. Oh, okay, neuer Wiss. Mal gucken, was er uns zeigt. Hä? Ja, das weiß ich doch schon. Warum zeigt er mir das denn nochmal an? Na gut. So, und ich würde jetzt einmal eine Steinklinge herstellen wollen. Dann können wir jetzt schon mal die... Ah ne, wir brauchen zwei. Stellen wir noch eine her und dann brauchen wir Stöcke. Okay. Hab ich gar keine gesammelt gehabt in der letzten Zeit? Ne. Stimmt, ich habe ja nur diese Fasern, glaube ich, gesammelt. Oder diese Reed. Was ist das jetzt nochmal? Bärensamen habe ich auch schon aufgesammelt, okay. Also die können wir dann hinpflanzen. So, hier Schilf müssen wir einsammeln. Bergrichter, wie gesagt. Schilf haben wir ja schon ein bisschen. Ja, dann trinken wir gleich mal. Gluck, gluck. So. Trinken wir es nicht. Wo sind hier mehr von diesen Zwergwichten? Hier, ne? Hat mir gebraucht. Ah ja, okay, wir können es ja schon herstellen. Perfekt. Holzhacke. Holzhacke vor allem. So. Dann Steinachs brauchen wir. Ah ja, okay, müssen wir dann Seil herstellen und Seil können wir aus. Haben wir auch schon. Müssen wir gleich nochmal Steine sammeln. So, was haben wir hier? Bärenköder. Aha. Ach so. Okay, das ist halt zu fischen dann. Okay, das ist cool. Angelrute brauchen wir auch ein Seil. Das ist Terrain. Aha. Na gut, dann gehen wir mal nochmal zum Strand. Oha, was ist das für eine riesige Hacke, Alter. Junge, Junge. Hier, wir haben Federn. Warte mal, aber die Sch- Nee, ich habe ja jetzt was sein her. Ich habe eine Holzhacke hergestellt. Ach so, das brauche ich nur zum, wollte gerade sagen, noch eine Spitzhacke, um den ganz anderen Mist abzubauen. Das heißt, wir gucken mal jetzt wieder weiter nach Stein. Ich habe jetzt gar nicht gedacht, wofür ich diese Holzhacke überhaupt brauche. Weil das ist ja bei vielen Survival-Spielen eher unüblich, dass man so eine braucht. So, ich muss mal kurz gucken. Achso. Playtest. So, dann sammeln wir wieder ein paar Steinchen. Haben wir hier? Okay, Fasern. Fasern werden wir auch noch genug brauchen. Jetzt nicht, der zeigt mir jetzt wieder das Feuer. Na Junge, entspann dich mal. Ich weiß, dass ich eine Weile das Feuer machen soll. So.
Okay, nimm die Muscheln. So, noch ein Steinchen. Ich denke mal, wir haben jetzt gleich nochmal genug. Können wir das Wasser eigentlich auch das normale Wasser hier nehmen zum Auffüllen? Oder wie ist das? Anlassen, benutzen. Ne, jetzt trinkt er das ja nur. Na gut. Vielleicht müssen wir das Wasser dann ja sowieso aufkochen, was wir aus dem Meer nehmen. Werden wir dann sehen. So. Gut, dann gucke ich mal, wie viel. So, wir brauchen auf jeden Fall die Steinaxt einmal. Und Spitzhacke sowieso. Was brauchen wir hier? Ein Seil. Hier brauchen wir auch ein Seil. Also wir machen schon mal noch ein Seil. Dann machen wir einfach mal Steinklingen. So. So, stellen wir das hier nochmal her. Dann machen wir uns die Steinaxt und wir machen uns. Warte mal, was brauchen wir noch? Wir brauchen das hier nochmal. So, dann können wir uns die Spitzhacke auch noch machen. Perfekt, dann legen wir uns das hier alles ziemlich nah beieinander. Ah ne, warte mal, wir können das ja in die Nebenhand packen. Oder ist das so? Haupthand, Nebenhand? Ne, anscheinend nicht. Den brauchen wir eigentlich nicht. So. Achso, wir haben jetzt alles 3, 4 und 5, ne? 3, 4, 5. Okay, perfekt. Das heißt, wir müssten jetzt... Warte mal, wir laufen mal kurz zum Feuer. Wo habe ich das Feuer hingemacht? Oh, das ist ziemlich weit weg. Probieren das erstmal aus. Die Spitzhacke hier. Ne, stimmt, wir können ja nicht alles abbauen. Wir können nicht jeden Stein abbauen, sondern nur bestimmte Steine. Wir laufen aber trotzdem schon mal Richtung Feuer. Also wir können ja mal das hier schon mal ausprobieren. Stopp. Wir brauchen ja die Steinaxt, ne? Ja. Yeah. Handeln benötigt bessere Ausrüstung. Ah, okay. Der Baum ist anscheinend zu groß für uns. Das heißt, wir halten hier einfach R gedrückt. Und dann reicht das. Okay, das funktioniert. Und wir sind ja sowieso jetzt beim Feuer. Ah ja, da ist das Feuer. Probieren wir das mit dem Terrain. Wann das nochmal? Ah ja, hier. Bauen. Aha. Ebenen. Ach, Ebenen. Ah, okay. Alles klar. Okay, so funktioniert das hier. Also ich mache hier erstmal alles platt und dann wird das zu meinem Grundstück sozusagen. Ja gut, ich würde sagen, fürs erste Anspielen reicht das jetzt erstmal. Ich will immer nur so 20 Minuten bis 30 Minuten die ganzen Survival-Spielen das halt machen, also dass die Videos nicht zu lang werden. Ja, bisher haben wir ja nur die Basics gemacht. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant, vor allem, weil es halt im Wikinger-Zeitalter spielt und werden wir halt sehen,
gegen was wir dann später halt kämpfen, ob wir halt gegen Mammuts kämpfen vielleicht, oder ob wir, also ob wie fantasiereich, sag ich mal, die Welt überhaupt ist, oder ob das halt wirklich wir dann vielleicht nur gegen andere Wikinger kämpfen, also vielleicht auch mit PvP, das weiß ich nicht, werden wir dann in den nächsten Videos auf jeden Fall herausfinden. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Reingehauen.